Werner Faymann legt seine Funktionen als Parteivorsitzender der SPÖ sowie als Bundeskanzler zurück. Das erklärte er am Montag nach dem Treffen mit einigen SPÖ-Landesparteichefs im Bundeskanzleramt. Der starke Rückhalt innerhalb der Partei für seinen Kurs sei verloren gegangen, begründete Faymann seinen Schritt. Es geht nicht um die Frage, wer hat die Mehrheit in einer Partei. Es geht um die Frage, hat man in dieser schwierigen Zeit, in dieser Zeit der großen Herausforderung, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, Wettbewerbsbedingungen zu verbessern, sozialen Zusammenhalt zu fördern und mit der Flüchtlingskrise mit Ordnung und Menschlichkeit zurande zu kommen. Hat man in dieser schwierigen Zeit die volle Rückendeckung, hat man einen starken Rückhalt in seiner Partei? Das muss ich Ihnen mit Nein beantworten. Dieser starke Rückhalt ist verloren gegangen. Die Mehrheit ist zu wenig. Und trotzdem bedanke ich mich bei all jenen Mitkämpfern und Mitstreitern, die in diesen Tagen zu mir gestanden sind, mich unterstützt haben, mit der Kurs stimmt oder auch persönlich mir das Vertrauen ausgesprochen haben. Aber ich ziehe aus diesem zu geringen Rückhalt in der eigenen Partei die Konsequenzen. Ich lege meine Funktionen als Parteivorsitzenden und Bundeskanzler mit dem heutigen Tag zurück. Ich habe die Landesparteivorsitzenden, mit denen ich sehr viel zu tun hatte, 7 in den letzten Wochen und Monaten war viel mit diesen Landesparteivorsitzenden zu beraten, zu mir gebeten und habe sie von meiner Entscheidung informiert. Dieses Land braucht einen Bundeskanzler, wo die Partei voll hinter ihm steht. Diese Regierung braucht einen Neustart mit Kraft zur Bewältigung dieser Aufgaben. Wer diesen Rückhalt nicht hat, kann diese Aufgabe nicht leisten. Ich habe mit wenigen Menschen darüber gesprochen, deshalb haben Sie es auch vorher nicht erfahren. Ich habe aber Wert darauf gelegt, dass ich meinen politischen Freunden es als erster sagen darf, nach meiner Familie, dass ich den Bundespräsidenten informieren konnte, dass ich den Vizekanzler, mit dem ich eine sehr gute Zusammenarbeit verbindet, persönlich informieren durfte, dass ich Sie jetzt informieren darf, dass ich anschließend die Möglichkeit habe, noch Regierungsmitglieder, Mitglieder des SPÖ-Vorstands auch persönlich zu informieren und Ihnen für die Zusammenarbeit zu danken. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Land ein wunderbares Land, stark genug ist, auch die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu bewältigen. Ich habe selbst 2-mal das Vertrauen der Bevölkerung bekommen, an erster Stelle bei einer Nationalratswahl. Ich bin für dieses Vertrauen unendlich dankbar, weil wenn man in einem Wahlkampf steht und sagt, was man vorhat, in einer Zeit, wo doch viele Menschen Ängste und Sorgen haben, dann an erster Stelle zu sein, das ist ein Unterschied, wenn Sie sich die Wahlergebnisse in Europa anderer Sozialdemokraten ansehen. Also in dieser harten Auseinandersetzung diese Unterstützung verspürt zu haben. Die vielen Menschen, die mich auf der Straße bei Veranstaltungen angesprochen haben, diese Herzenswärme, die unser Land auszeichnet, hat mich immer stark gemacht, auch in meinem Auftreten auf europäischer Ebene. Ich bin daher felsenfest davon überzeugt, dass dieses Land auch mit den Herausforderungen fertig werden wird, für die Zukunft ein starkes Land zu sein. Und ich möchte der Regierung, auch meinen Nachfolger, der zu bestimmen ist, jetzt schon alles erdenklich Gute wünschen. Ich weiß, wie schwierig es ist, an der Spitze einer Regierung zu stehen. Und ich wünsche daher jenen, die Verantwortung tragen in unserem Land, die Verantwortung haben, die Verantwortung ernst nehmen, alles erdenklich Gute. Es geht um viel, es geht um Österreich. Wir sind ein Land, wo ich sehr dankbar darüber bin, in dieser Funktion dem Land in der Vergangenheit dienen zu dürfen. Alles Gute.